Mein Name ist Gerhard Terhorst. Ich bin angestellt am Seminar für praktische Theologie und Religionspädagogik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät und für die Unikirche vor allem für die technische Umsetzung zuständig. Das heißt, ich produziere Videos, sei es Gottesdienste oder sei es das Format Frag den Prediger. Ich bin auch eingebunden in die Gestaltung und Umsetzung des Instagram-Kanals und bin aber auch aktiv in der Liturgie beispielsweise von Gottesdiensten und in der Erstellung des Gottesdienstplans. Mit der Unikirche in Münster verbinde ich viele Dinge. Zum einen natürlich schöne Gottesdienste, gerade auch zu besonderen Anlässen. Ich habe in der Studentenkantorei früher mitgesungen und erinnere mich gerne noch zurück ans Weihnachtsoratorium in einer vollen Kirche. Und natürlich ganz besonders erinnere ich mich an die Zeit im Universitätsposaunenchor, den ich zwischenzeitlich auch leiten durfte. Das war immer sehr schön und ich hoffe auch bald, dass wieder ein Posaunenchor in der Unikirche spielen kann. Besondere Gottesdienste, an die ich mich zurückerinnere, sind vor allem die Kinogottesdienste mit der ESG, die ich als Student mitgestalten durfte vor einigen Jahren im Schlosstheater in Münster. Das waren sehr schöne Erinnerungen und da ich mich ja auch wissenschaftlich mit Religion und Film beschäftige, natürlich sehr prägend. Und ein weiterer Gottesdienst, an den ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere in der Unikirche, war der Gottesdienst zur Wiedereröffnung nach der Renovierung, wo wir in einer vollen Kirche mit Wiederorgel nach langer Zeit gesungen haben. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Corona vorbei ist, der Gesang noch mal doppelt so laut wird, wenn wir wieder in der Unikirche singen dürfen.